Welches Club-Outfit würdest du für deinen Club wählen? Oder hast du vielleicht schon das perfekte Club-Outfit? Liebes Tagebuch, mein Name ist Damakash oder in Jorvik kennt man mich auch unter dem Namen Aida. Ich werde dir nun wieder einmal aufschreiben, was die Laughing Dreamers in den letzten Tagen so erlebt haben. Am 28. September hat die Fashion Week in Jorvik eröffnet. Und weil wir Träumer modebewusste Mädels sind, haben wir uns natürlich gleich mal spontan versammelt und uns die coolen Outfit-Ideen der anderen angeschaut. Wir fanden es nur etwas schade, dass Nicht-Star-Rider leider keine Eintrittskarte für den Raum bekommen konnten. Wir hätten uns gefreut, wenn alle hätten dabei sein dürfen. Aber dafür haben wir dann den Abend mit ein paar Championaten ganz in Ruhe ausklingen lassen. Außerdem haben wir noch ein bisschen für das Surfer-Turnier trainiert. Der Donnerstag war dieses Mal ganz pink und süß, denn das war das Thema von unserem Motto-Ritt. Holly hat sich das Thema ausgesucht und wir haben mit einer Runde Verstecken angefangen. Alle Träumer sind durch Fort Pinter gehuscht, haben sich Versteck gesucht und viel Spaß gehabt. Nach einem Besuch im Strandcafé gab es dann noch einen gemütlichen Ausritt. Abends sind wir dann nochmal mit ein paar Leuten ins Shoppingcenter gefahren und haben uns Raptors Auftritt angeschaut und eine Runde getanzt. Das war wirklich ein fröhlicher Donnerstag. Freitag hieß es dann, ab in die Reithalle. Erst hatten wir Dressurunterricht bei Melanie und sie hat ihre Sache wirklich toll gemacht. Und dann hat Atem übernommen und uns in die Springhalle entführt. So konnten wir ein bisschen für das Turnier trainieren. Beide haben es wirklich toll gemacht und man hat gemerkt, dass sie mit Leib und Seele bei der Sache sind. Seit Freitag ist übrigens auch Piper Greenkeep ein Teil der lachenden Träumer. Wir hoffen, sie lebt sich ganz schnell ein und fühlt sich wohl bei uns. Schön, dass du da bist, Piper. Herzlich willkommen. Der Samstag war dann der Tag, wo immer unser Wunschclub-Treffen stattfindet und Atem hatte sich einen Motto-Ritt gewünscht. Das Thema, was sie sich ausgesucht hat, war: Werde deine liebste Disney-Figur. Und so sind wir als Rapunzel, Elsa, Anna, Indiana Jones und vieles mehr verkleidet losgeritten. Das war ein toller Ausritt, den Atem uns da beschert hat. Wir haben gepicknickt, gegrillt und ganz viel Spaß gehabt. Den Abend haben wir dann mit Championaten und in der Disco verbracht. Siegne und Mathilda sind neu in den Club gekommen. Und jetzt sind auch wieder ein ganz paar wenige Plätze auf der Warteliste frei. Wenn du also auch ein Teil der lachenden Träumer sein willst, kannst du dich jetzt wieder auf die Warteliste setzen lassen. Schreib mir dafür in-game einfach einen Brief. Außerdem war am Samstag ein ganz denkwürdiger Tag für die Träumer, denn wir haben uns gemeinsam, mit allen, die noch online gewesen sind, für ein Club-Outfit entschieden. Wow, also ich finde, wir sehen richtig toll aus. Natürlich haben wir schon darauf geachtet, dass das Club-Outfit auch wirklich jeder kaufen kann, egal ob er Star Rider ist oder nicht. Das fanden wir wichtig und ich glaube, wir haben was richtig Tolles gefunden. Welche Clubfarbe oder welches Club-Outfit würdest du für deinen Club wählen? Oder hast du vielleicht schon das perfekte Club-Outfit? Schreib mir das doch einfach mal. Der Sonntag war dann wie gewohnt der Tag des Träumertreffens, wo wir einen schönen Ausflug hatten. Selena wurde abends noch in den Club eingeladen und auch ihr an dieser Stelle ein herzliches Willkommen. Abends sind wir dann noch zu viert zum Observatorium geritten und haben dort in luftiger Höhe ein Stückchen Kuchen gemümmelt, haben uns nochmal die Show von Raptor angeschaut und dann so langsam, nach und nach, den Weg ins kuschelige Bettchen gefunden. Ich habe mich übrigens ein wenig in Minas neues Pony verguckt. Das ist ja wirklich ein süßer Schatz. Montagabend war dann wieder gemeinsames Leveln angesagt und Adele wurde in den Club eingeladen. Ach, da fällt mir noch was ein, liebes Tagebuch. Manchmal kommt es vor, dass die Postfächer voll sind. Wenn wir jemanden nicht erreichen, der auf der Warteliste steht, weil das Postfach überfüllt ist, dann machen wir ihn leider wieder runter von der Warteliste. Also falls du da draußen auf der Warteliste der Träumer stehst, achte unbedingt darauf, dass unser Brief auch bei dir ankommen kann, sonst rutschst du leider wieder raus. Nach dem Leveln haben wir dann noch ein paar Gruppenrennen gemacht und wir waren picknicken. Alles in allem war es ein schöner Abend. Am Dienstag war dann wieder Reitstunde angesagt. Wir waren mit wirklich vielen Träumern am Start und deswegen war es teilweise sehr, sehr unübersichtlich. Obwohl Claudine sich wirklich alle Mühe gegeben hat, war es echt schwer für sie. Nächste Woche werden wir das Ganze wohl besser in zwei Gruppen aufteilen. Das klappt bestimmt dann besser und ich freue mich drauf.
Danach haben wir noch mit ein paar Leuten für das Turnier im Bereich Springen geübt. Artem hat uns eine kleine Choreografie gezeigt und wir haben fleißig mit unseren Ponys geübt. Denn natürlich werden wir auf unseren Ponys antreten, ist doch keine Frage, oder? Gestern stand dann noch das große Geburtstagsupdate auf dem Plan. Darauf haben wir uns schon alle so gefreut und an dieser Stelle nochmal ein Happy Birthday an das gesamte SSO-Team. So, liebes Tagebuch, so sah also unsere letzte Woche im Club aus. Eine schöne Woche ist's gewesen und ich freue mich schon auf die neue Woche mit ganz viel Spaß, mit ein wenig Chaos und vielen tollen Stunden. Bis nächste Woche dann, deine Aida oder Damakash.